Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Pathfinder Kingmaker mit dem König, der seine Untertanen bestiehlt. Beziehungsweise wir finden ja wirklich Verbesserungsbonus von +4 auf Konstitution und schnelle Heilung bei einem kritischen Treffer. Wir finden ja wirklich wertvolle Sachen bei denen. So schlecht kann es meinem Volk nicht gehen. In due time. Ein Glückstag. Heute raubt uns unser Schurkenkönig persönlich aus. Total geil, der Brunnen hat nicht mal eine Bezeichnung. Tja, aber die Dame habe ich dennoch nicht gefunden, die normalerweise hier noch mitleben sollte. Deshalb entweder wo ich wirklich das Gebiet verlassen und wieder rein, damit ich die antreffen kann. Oder, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Ich überlege gerade, ob ich Lindsay wieder mitnehme und Amiri da lasse. Aber ich finde eigentlich die Zusammenstellung jetzt bis jetzt am besten. 3 Nahkämpfer, 3 Fernkämpfer. Nee, stimmt gar nicht. 4 Fernkämpfer plus ein Wolf. Oder Hund, wie man es darstellt. Großer Hund. So, das da drüben ist ja alles erledigt. Mehr oder weniger, bis auf die Ressourcen, die man noch bekommen kann. Und ich weiß, wir haben zwischendurch... Oh, wo war das? Es gab ja diesen einen Schrein, wo ich ein Rätsel nicht gelöst habe, aber wenn ich da jetzt hingehen würde... Das sind, glaube ich, die Zeichen hier. Wo diese Wesen leben. Die Rüstung passt sogar besser zu dir. 42 RK, ey. Schade, sie verändert sich optisch gar nicht, aber sieht die Rüstung im Vorschaufenster richtig geil aus. ...18 Ladungen. Dann haben wir ja von 45 gewaltigen Kreaturen schon ganz schön viele getötet, wenn nur noch 18 Ladungen drauf sind. Ich glaube, in der Saufstadt hatte ich auch nochmal einen Laden gebaut gehabt, ne? In der Halbling-Saufstadt. Follow if you dare. Oh, ihr seid es, lasst mich bitte für die Werkstatt danken. Das Haus ist wunderschön, die Nachbarn sind reizend und alle sind so nett und freundlich. Außerdem versinke ich in Aufträgen. Wenn ich mir vorstelle, ich könnte aufgrund falscher Anschuldigungen noch immer im Gefängnis verrotten. Ich wüsste gern mehr über euch. Achso, hier habe ich den Schneider aufgebaut, ne? Wie seid ihr Schneider geworden? Ja, habe an der Akademie gearbeitet und so weiter. Woher kommt ihr? Ich stamme aus Eragess, eine kleine Fischersiedlung. Ihr errötet ständig. Ich? Oh ja, das ist wahr. Bitte verzeiht mir eure Durchlaucht. Ich bin es nicht gewohnt, mit dem Herrscher des Königreichs höchstpersönlich zu sprechen. Ich habe gern geholfen.
Er sieht euch nachdenklich an. Guten Tag. Nun gut, ich muss weg. I'm there. Guck gerade mal hier ein bisschen aus dem Fenster raus, weil nachher muss ich mit dem Hund nochmal rausgehen und letztes Mal war mal im Platz reden. Wetter ist zurzeit nicht schön für Hundebesitzer, aber das gehört halt dazu. Ich will mich nicht beschweren. Du warst noch nie an diesem Ort, weil es ein neues Dorf ist. Düsterburg. Ein riesiges Land wartet darauf, entdeckt zu werden von uns. May we have a moment of respite? Ja, wir rasten gleich in unserer eigenen Stadt. I do what I must. Der König, seid gesegnet. Lasst sie alle niederschlachten. Aber hier ist nichts. Hätte ja sein können, dass hier irgendwie vor der Taverne einer steht. Bei dem Versuch, einen kleinen Fluss zu überqueren, wovon es in dieser Gegend unzählige gab, begegnete er einem alten Mann, der sich selbst nach den örtlichen Maßstäben als zwielicht geltend würde. Er hatte einen grauen Bart und unter seinem Strohhut ragten schmutzige, zerzauste Haare hervor. Der Mann lotste geschickt ein kleines Floß mit einem langen Stab über den Fluss. Neben seinen nackten Füßen saß eine fette Wasserratte. Als er uns bemerkte, steuerte der Mann auf das Ufer zu und grüßte uns in einem örtlichen Dialekt, der so seltsam war, dass wir ihn kaum verstanden. Ah, ihr lieben Leute, wo soll's denn hingehen? Flieht ihr vor was oder sucht ihr nach was? Ah, ihr sucht, das sehe ich in euren Augen. Tja, wie sagt man so schön, wer sucht, der findet. Ich kann euch sicher helfen, wenn ihr mir den richtigen Preis zahlt. Nachdem wir die blumige Rede des alten Mannes gehört hatten, taten wir Folgendes. Wir fragten, wer er war. Der alte Mann begann eine verwirrende Erklärung. Wir verstanden herzlich wenig, erfuhren aber zumindest, dass er nicht nur ein Flößer war. Er war ein Kleriker in Diensten einer kleinen Gottheit, die außerhalb der Flusskönigreiche fast unbekannt war. Hansbur, Wächter der Wasserwege und Flussreisen. Dieser Gott war weder gut noch böse und auch nicht so listig wie der große Seelen selbst. Er konnte Boote an Sandbänken, Stromschnellen und Hinterhalten vorbei sicher ans Ziel tragen oder einen im ruhigsten Bächlein ertrinken lassen. Viele Flussreisende schicken in Stunden der Not Stoßgebete zu ihm. Doch die wenigsten wagen es, ihn offen zu verehren. Angeblich ist Hansbur Menschenopfern gegenüber nicht abgeneigt und fordert von seinen Anhängern Tribut in Form von Ertrunkenen. Fragt ihn, wie er uns helfen könnte. Wie wäre es mit einer Wette, Ihr habt's recht eilig, wollt einen lebenden Barbaren mit einem toten Namen fangen. Aber könnt ihr tauchen? Vielleicht lasse ich euch ein wenig im Wasser von Vater Seelen ertrinken. Euch den Geschmack des Flusses kosten. Wenn ihr es aushaltet, helfe ich euch bei eurer Suche. Wenn nicht, tja, dann nicht. Und dann sehen wir uns nie wieder. Das Spiel, das der Kleriker anbot, war gefährlich. Einer unserer Gefährten würde sein Leben riskieren müssen, damit der Mann uns bei der Suche nach Amak hilft. Unser Anführer? Amak schon längst getötet. Akzeptiert die Herausforderung des Klerikers und wählt einen Taucher aus. Verdammt! Seine Lungen brannten, sein Herz klopfte. Wie wahnsinnig in seiner Brust, als würde es aus diesem Wahnsinn ausbrechen wollen. Sein Kopf fing an zu dröhnen und der einzige Gedanke hallte durch seinen Verstand. Luft, ich brauche Luft, aber die Vision war greifbar nah. Nur noch wenige Sekunden, dann würden wir erfahren, wo sich diese verdammten Barbaren verstecken. Aber selbst wenige Sekunden länger erschien unmöglich. Es war der entscheidende Augenblick. Und Ekondayo hielt es nicht mehr aus und versuchte, sich aus dem Griff des alten Mannes zu befreien.
Der Kleriker ließ sein Opfer mit einem Grunzen los. Alle verweichlicht heutzutage. Wie überlebt ihr überhaupt, wenn ihr so schwach seid? Mit einem verschlagenen Grinsen winkte der Mann uns mit einer knorrigen Hand zu, stieß sich mit seinem Stab vom Ufer ab und begann seinen Fluss flussabwärts zu steuern. Bald war er nicht mehr zu sehen. Ja, doof. Es war ja auch egal, aber ich konnte jetzt nicht meinen Gefährten sterben lassen. So, die Fossilienfelder. Ich erwarte, einen Drachen zu finden. Let's finish them quick. Hexenmeister Medusa. Kann nicht untersucht werden. Oh, wer kommt denn da? Hier hat Octavia mit einem Schlag auf den Boden geschmissen. Der dämliche Auflösungsstrahl. Bewegt euch mal weg von der an der Seite. Ich glaube, mein Hund wurde versteinert. Den Feuerball nicht mehr. Nicht mehr holen. Ich denke, das waren auch die Gegner, die man hier antreffen konnte. Die mehr wehgetan haben, als ich dachte. Auf der Straße ist jemand. Unser Weg führte uns erneut an die Grenze zu Pitax, wo Banditen, die sich nicht um das Gesetz scheren, oft auf unschuldige Opfer warteten. Stellt euch vor, wie überrascht wir waren, als wir nicht auf Banditen trafen, sondern auf eine Wachpatrouille. War König Irovetti etwa entschlossen, an seinen Grenzen die Ordnung wiederherzustellen? Ich habe schon viele Wunder erlebt, aber das wäre schwer zu glauben. Die Wache informierte uns freundlich, dass die Grenzen wegen eines Reiseverbots geschlossen seien. Der Grund sei kein Krieg und keine Seuche, sondern die Feier. Der König bereite sich auf das Sturmlichtturnier vor und sei damit beschäftigt, sich persönlich mit den Malern, Künstlern und Bühnenmeistern zu besprechen, die für das Ereignis verantwortlich waren. Der König und ich grinsten uns an. Die armen Künstler. Der Wache zufolge hat der König befohlen, die Grenze zu schließen, um die Details seines kommenden Triumphs geheim zu halten. Die Wachen waren höflich, aber bestimmt. Glücklicherweise hatten wir keinen Grund, sie herauszufordern und uns gewaltsam Zutritt zu Pitax zu verschaffen. Wir machten halt einfach kehrt.
Was sollen wir in Petax? Wenn die sich dann noch vorbereiten auf dieses Künstler-Duell-Turnier, schieß mich tot. Dann sollen sie es tun. Es sieht so aus, wenn die ein untotes... Bitte bringt euch nicht selbst um. Onwards. Oh nein, der reduziert unsere Stufen. Ist ja wieder genau mein Fetisch. Halt alle am Leben. Shit, Fehlschlag. Machst du die Genesung bitte? Nein! Ach, so eine Scheiße. Toll, als wenn das Wetter jetzt besser wäre. I'm not afraid. Let us strike as one. Repent. Beschwören wir ein paar Untote, die uns helfen werden. Ja, Kobo kann gerne Abzüge bekommen mit seiner Stufe. So, da kommen die Barbaren, die wir beschwören können. Du kannst mal den Würm, den Vivan beschwören. Mein Gott, der Kettenblitz hat überhaupt nicht gewirkt. Was wäre mit der Auflösung? Das ist auch ein recht starker Zauber. Ja!
Wow. Wer hat 100 Schaden gemacht? Ach, der Barbar. Also die Beschwörung, die wir hatten. Tja, Beschwörung rettet. Ich frage mich, wie schlimm es wohl ist, dass ich nur die Hälfte der Schriftrolle für das Ritual übersetzen konnte. Die Zeit wird leider knapp. Ich werde einfach improvisieren müssen. Nur Idioten in der Welt unterwegs. Die einfach irgendwelche Dämonen beschwören. Wird schon funktionieren. Klick, 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 klick. Ach, alle tot. Tut mir leid, Freunde, aber ihr seid gestorben. Denk mal nicht, dass sowas zum Schlüssel gehört hat. Man kann natürlich mal gucken. 16 Ladungen. Doch, es war eine der mächtigen Kreaturen anscheinend. Und da müssen wir noch rausfinden, wo der Zauberer überhaupt ist. Der wird wahrscheinlich nichts mit dem Fluch zu tun haben. Wie man aber merkt, zurzeit gibt es halt nichts zu tun, außer ja, rumzurennen und die Gebiete ein bisschen mehr aufzudecken. Hier wird bestimmt wieder eine Höhle sein. Their life ends here. Hass. Do not falter. Level 21, magische Bestie. Auch genau mein Fetisch. Obwohl, ach, der hält gar nicht so viel aus, obwohl der Stufe 21 ist. Vollstreckerrobe gewährt einen Ausweichbonus von plus 1 auf die AK und einen Bonus von plus 5 auf waffenlose Angriffe. Mönch, Rechenschaffe, mein Gott. Rechtschaffene Gesinnung, das wollte ich sagen. In due time. Ja, aber was soll ich machen? Gibt halt im Moment nur das öffentliche Abenteuer und nichts zu tun in meinem Königreich. Oh, ich habe den Diamantenstaub unter dem Ding liegen lassen. 15 Ladungen. Gehörte wohl auch zu den Bestien, die man töten sollte. Ja, wir kehren ja zurück, alles gut. So, jetzt wissen wir wenigstens alle Wege, wo wir nicht lang dürfen. Betrete die zernagten Felsen. Können
kann auch sein, dass der Schlüssel halt einfach ein Counter ist für alle kleinen Zufallsbegegnungsbereiche, die wir halt entdecken können mit denen. Also wenn wir halt das Land erforschen. Follow if you dare. Läuft denn da? Ein Gargoyle. You should have run! Aber auch nett, weil wir noch nie mit Gargoyle zu tun hatten. Oh ja, bitte. Holt doch bitte alle. Wenn wir schon mal hier sind. Magischer Schaden wird nicht reduziert. Und was haben die so loot-technisch dabei? Ein paar Glitzermünzen. Und Krimskrams. Was, wenn Stufe 13 schon so mächtig ist mit seiner Gruppe? Ein Haufen Waffen. Ja, Ogbo wurde verwundet. Darum sind noch mehr Gargoyles. Vielleicht haben die auch sowas wie einen Gargoyle-Anführer. Den wir auch noch die Fresse polieren können. Something bothering you? Aborone sentence. Cannot hide from me. Test of my abilities. Nowhere to run. Onwards! Stay behind me. Ja, da ist der Häuptling. Der sich ein bisschen Magie auskennt, aber ich glaube nicht, dass dem das hilft. Okay, vielleicht hilft ihm das doch ein bisschen. Octavia. Wieder Fehlschlag. So viel dazu. Oh, ein Stück Himmelsmetall hat er dabei gehabt. Für einen epischen Gegenstand, den wir zusammenlegen könnten, theoretisch. Das sieht aus wie eine Geheimtür, aber ich glaube, es war wirklich nur dieser Stamm hier oben von Gargoyles. Dann können wir jetzt auch wieder abhauen. Und machen dann wieder eine Rast auf der Weltkarte. Ups, vielleicht sollte ich die Pause ausmachen, damit wir hier auch runterlaufen können. Don't hesitate. Tja, aber so viel zur Erkundungsfolge.
Das hat wieder eine Ladung von dem Gefängnis weggenommen. Das Mysterium des Magiers. Wir bleiben dran. Und machen dann beim nächsten Mal weiter. Mit Pathfinder, Kingmaker, Schüle, euer Imperator.